Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute zum Thema Sharp LC60LE635E LED Fernseher mit 60 Zoll, das entspricht 152 cm. Der momentane Straßenpreis liegt so bei 1200 Euro, also ein echtes Schnäppchen. Der Verbrauch liegt so bei 101 Watt vom Hersteller angegeben. Bei meinem Test zeigt er so, ja, so 90 bis 110. Ich stelle euch hier den Fernseher an sich vor, also ich gehe speziell auf die Menüs ein und zeige dir da alles so ein bisschen, und auch das AquosNet, also die Internetfunktion des Fernsehers, werden hier ein bisschen gezeigt. Viel Spaß! Und so sieht der Fernseher von hinten aus. Ich habe zwei HDMI-Kabel drin stecken und einen USB-Stick. Den braucht man für diese Timeshift-Funktion, also Pause machen beim Fernsehen gucken. Dafür braucht das Gerät ein extra Speichermedium, also das kann nicht die normale Festplatte sein oder was man sonst so angeschlossen hat oder anschließen möchte. Auf der anderen Seite sind die gewohnten Knöpfe zum Ein- und Ausschalten, Programme umschalten und ähnliches. Hier ist mein Stromzähler beim Testen. Im Moment verbraucht der Fernseher 110 Watt. Schaltet man ihn jetzt einfach mal aus, geht der Verbrauch runter auf so, ja, eigentlich 17 Watt. 17 bis 30, sagt der Hersteller irgendwie. Das ist so ein Pseudo-Standby-Modus. Nach 3 Stunden geht er dann erst richtig aus auf unter 1 Watt. Aber das dauert 3 Stunden, man kann es auch nicht deaktivieren. 3 Stunden oder gar nicht. Die Fernbedienung ist sehr gut gelungen. Sie macht optisch was her, hat so eine silberne Linie da an der Seite. Ja, und die Tasten sind übersichtlich. Über den Menüknopf erreicht man ziemlich alle Einstellungen und steuert dann mit diesem Fadenkreuz da in der Mitte mit hoch, runter, links, rechts und OK. Oben hat man auch alle Knöpfe noch schnell parat. Der Fernseher hat eine matte Bildscheibe. Das heißt, die vordere Glasscheibe, die direkt drauf sitzt, die spiegelt nicht so extrem wie bei diversen anderen Fernsehern. Das ist eigentlich ganz nett, wobei der Bilderrand, also der Fernsehrand, der spiegelt natürlich trotzdem. Ich zeige das hier mal. Genau, der ist Hochglanz, Klavierlack, wie es so schön heißt, aber das Bild an sich nicht. Nach dem Ausschalten geht der Fernseher in eine Art Standby-Modus. Hierbei verbraucht er immer noch so 15 bis 20 Watt, ich glaube 17 Watt, sagt der Hersteller. Ja, hier kann man das auch sehen. Und das bleibt so für die nächsten 3 Stunden, wenn man ihn ausgeschalten hat. Man kann es aber auch im Menü ganz deaktivieren, aber leider nicht die 3 Stunden kürzer stellen. Für was auch immer das gut sein soll. Innerhalb dieser 3 Stunden geht er einfach schneller an. Das heißt angeblich innerhalb von 5 Sekunden. Wir testen das hier mal. Ich drücke jetzt. Das Lämpchen unten geht auch sofort an. Ja, 5 Sekunden, okay. Also wenn der Fenster richtig ausgegangen ist, dauert das so ja, also 15 Sekunden, sagt der Hersteller. So, hier sieht man auch schon ein bisschen was von den Menüs. Unten die Lautsprecheranzeige. Setzen wir mal ein bisschen. Das Umschalten geht relativ schnell. Ja, jetzt ist das etwas schwierig mit dem automatischen Helligkeitsabgleich von meiner Kamera. Die stellt sich jetzt nämlich immer um beim Umschalten auf das Fernsehbild. Ja, okay, aber darum geht es ja auch. Wir zoomen mal ein bisschen rein. Dann zeige ich mal ein bisschen die Menüs. Also das sind jetzt normale SD-Sender, wie man sieht, in einer bezaubernden Qualität, also das ist echt beeindruckend. Man kann dazu aber auch sehr, sehr viel im Fernseher selbst einstellen. So sehen übrigens die normalen Menüs aus. Beziehungsweise fangen wir mal an mit erstmal der Senderliste. Bisschen rauszoomen. So, also mit dem OK-Knopf erreicht man die Senderliste, wie bei fast allen Fernsehern. Hier kann man sich rechts nicht nur den Namen des Senders anzeigen lassen, sondern was auch gerade läuft. Ah, perfekt. Klickt man drauf, springt er sofort zum Sender. Achso, der war schon aktiviert. Die Menüs verschwinden, wie sich das gehört, sobald der Sender wechselt. Man kann auch rechts unten die Uhrzeit einblenden lassen. Ich habe das hier, wie man sieht. Ich habe das aber so eingestellt, dass sie jedes Mal automatisch verschwindet, praktisch mit dem Bild. Die erscheint nur kurz beim Umschalten. Das kann man sich alles einstellen. Man kann einstellen, wie lange die Uhr anbleiben soll, ob sie dauerhaft an sein soll oder nur ganz kurz. So, hier haben wir jetzt schon ein bisschen die Umschaltgeschichten. Jetzt zeigen wir mal was zum Menü. Nehmen wir mal einen HD-Sender, ARD. Über den 9er-Block kann man natürlich auch hier einfach eingeben.
Da leider nicht ganz so schön. Guckt mal hier rechts oben, zack. Sieht doch potthässlich aus, diese zwei, die da eingeblendet ist. Also an manchen Stellen sind die Menüs etwas, naja, hässlich. Auch hier dieses ganze Altbackene so, weiß nicht, das ist ein bisschen matter das Ganze, ein bisschen hübscher hätte man machen können. Aber es ist okay, also. Natürlich. So, jetzt haben wir hier Sportlaufen. Jetzt zeige ich mal die Menüs. Zack, normales Menü. Haufen Einstellungsmöglichkeiten. Hier ist Setup. Da hat man sogar Nachrichtendienste. Man kann hier oben jeweils noch auswählen. Das ist wirklich Wahnsinn, was man hier alles einstellen kann. Wahnsinn. Also ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt drauf ein. Man kann aber unter anderem auch die Bildschärfe einstellen, die sehr, sehr wichtig ist, weil ich hatte die standardmäßig sehr, sehr hoch und damit hat man ein super klares Bild. Das wirkt fast schon wie 3D. Der Nachteil ist aber, dass auch irgendwelche Kinofilme von DVD, die wirken dann so ein bisschen plastisch, wie so eine Dokumentation, weil die einfach zu scharf sind. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Hollywood-Kinofilme, die sind absichtlich so ein bisschen unscharf gemacht und das sieht auch einfach gut aus. Also ich kann das hier nicht zeigen mit dem Film, aber da kann man in den Einstellungen ein bisschen was zu einstellen. Obwohl, vielleicht sieht man es ja, ich versuche es mal. Ups, jetzt bin ich wieder raus aus den Einstellungen. Kanalliste ist jetzt oben, Setup. Da muss man hier Bild auswählen. Da gibt es übrigens auch die Stromsparmodis. Oder was auch immer da sein soll. Doch, automatische Helligkeitsregelung. Jetzt ist das Bild auch schon dunkler geworden. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera so sieht. Ich sehe hier ein Flackern im Kameradisplay. Und so ist es praktisch aus. Und jetzt mache ich wieder Stromsparmodus an. Er zeigt auch alle Veränderungen sofort. Ja, da sieht man nicht so. Das Bild wird minimal dunkler mit den Stromspargeschichten und der Verbrauch geht tatsächlich auf 60 Watt runter. Also der übliche Verbrauch des Fernsehers liegt so bei 100 Watt rum, 105, also schwankt so zwischen 95 und 100. Oh, jetzt habe ich aber was angelassen. Ist immer noch so düster. Hä? Aus. Zack, zack. Das wirkt sich nämlich auch auf die Menüs aus. Okay, und wie man sieht, hat man hier einen Haufen Zeug zum Einstellen, unter anderem Bildschärfe, Helligkeit. Ich glaube, das wird man nachher sehen auf dem Video. Suchen wir vielleicht noch ein bisschen. So. Hier unten. Das wird auch alles wunderbar erklärt, wenn man einfach mal ein bisschen mit dem Cursor drauf bleibt und ein bisschen abwartet. Also bei vielen Optionen gibt es noch so eine kleine Erklärung dazu. Hier gibt es noch weiterführend. Also die Einstellungsmöglichkeiten sind der absolute Wahnsinn. Man kann wirklich jeden einzelnen Farbton hier einstellen. Die Farbintensität. Und alles mit RGB aufgeteilt, plus noch viel mehr. So, dieses Fine Motion Einstellung macht zum Beispiel auch ein bisschen was. Ja, das wird man jetzt hier nicht sehen. Bei den Bildübergängen wird es damit ein bisschen schärfer, das Ganze. Nee, was ich jetzt aber gesucht habe, war diese. Gott, was ist denn das? Standard? Ja. Ah. Ja, irgendwo gibt es so einen Schärfe. Was ist das? Oh, das ist die allgemeine Helligkeit irgendwie. Kann man damit nochmal einstellen? Na, da gibt es irgendein Einstellungsdings. Das sich so ziemlich arg auf die Schärfe auswirkt. Ich bin nicht mehr so sicher, wo ich das Ding hier versteckt habe. Egal, lassen wir es weg. Jeder, der den Fernseher kauft und der ist absolut empfehlenswert, das ist ein tolles Ding. 60 Zoll zu diesem Preis. Dieselben Modelle gibt es auch mit 80 und ich glaube sogar bis 90 Zoll gehen die. Das ist wirklich Wahnsinn. Farbtemperatur hat er natürlich auch. Ja, der aktive Kontrast mit, ohne. Sieht man sofort einen Unterschied. Zack, zack. Dann macht das ganze Bild viel peppiger. Also ich weiß nicht, wo dieser eine Einstellungspunkt ist, dass man sowas Bildschärfemäßiges. Ich finde es nicht mehr. Gut, dann lassen wir es weg. Hier oben dasselbe, fast die gleichen Einstellungen für die Lautstärke-Geschichten, also Ton. Hat auch eine automatische Anpassung natürlich. Wenn man rumsäppt oder zwischen der Werbung, dass es einfach nicht so extrem hoch wird, das kann man sich alles wunderbar einstellen. Der Sound ist nicht so berauschend, die Lautsprecher, die dröhnen nach unten, also unter dem Gehäuse, da hat ja vorne überhaupt keinen Platz mehr, um da irgendwie,
Lautsprecher anzubringen. Das ist echt ein Nachteil, weil die im Fernseher die zu kleinen Rand haben. Ich verstehe auch nicht, warum der Rand so winzig gemacht wird, weil eigentlich ist das so hübsch, wirkt er noch größer, wenn der Rand ein bisschen größer ist. Naja, Fakt ist, da ist kein Platz mehr für die Lautsprecher. Also müssen die Ausgänge praktisch, wo die Lautsprecher hin dröhnen, das geht direkt nach unten bei mir, hier auf das Schränkchen, auf dem er steht. Nicht so das Optimale. So, dann hat man natürlich bei seinen Einstellungen, ah ja, hier sind die ganzen Energiespargeschichten, zack, Energiesparen, das machen wir mal. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen wird, dazu müsste das Bild mal stehen bleiben. Ich habe auch eine Einfriertaste, wenn ich die nur finden würde. Irgendwo kann man das Bild auch einfrieren. Das wäre ja vielleicht nicht schlecht zum Testen. Naja, also hier ist aus bei mir. Zack, verbessert, wird eine ganze Nummer dunkler, sieht man das? Ah, die Kamera passt das Bild wieder an. Das machen wir mal anders. Hier sieht man das mit dem Strom ein bisschen besser und die Einstellung. Ups. Also wieder Menü. Setup. Oh je, wo war denn das Echo? Energie sparen hier. Also so ist aus und so ist die Standard. Ja, sieht man es wieder nicht mehr. Mist. Doch, jetzt sieht man es. Also bei verbessert, das Bild wird eine ganze Stufe runtergedimmt. Hier sieht man schon den Unterschied. Zwischen verbessert. Und jetzt aus, genau, sieht man auch, wird sofort heller und damit steigt praktisch auch der Stromverbrauch von 60, 70 auf 95, 100 Watt. Das merkt man schon gewaltig. Ja, ich habe das alles aus, ich habe von einem Plasmafenster gewechselt, der hat 470 Watt verbraucht, beziehungsweise mit Stromspargeschichten dann so 140 oder so, also jetzt die 100 Watt hier bei 60 Zoll, das ist schon okay. So, jetzt zeige ich ein bisschen die Multimedia-Fähigkeiten des Fernsehers. Hat man was angeschlossen per USB und da wäre übrigens auch wichtig, dass man nur einen Anschluss hat für eine Festplatte, für eine externe, also nur hinten, versteckt hinter dem Fernseher, ist tatsächlich ein Anschluss, der anscheinend auch genug Strom liefert für eine Festplatte. Also ich habe eine 2,5 Zoll, die hat keine externe Stromversorgung und die geht nur an diesem Anschluss und auch ohne irgendein Verlängerungskabel oder irgendwas, anscheinend reicht sonst der Strom nicht mehr. Normale USB-Sticks kann man da überall einstöpseln, also hat zwei sind das, glaube ich. Zwei oder drei Steckplätze insgesamt. Einen hatte tatsächlich auch für WLAN und ein WLAN-Stick ist auch dabei. Dieser liefert aber nur 1 Megabit die Sekunde, also sehr, sehr lahm das Ganze. Ich habe es über das normale Netzwerkkabel angeschlossen und da zeigt der Router 100 Megabit an. So, jetzt zeige ich euch mal hier noch ein bisschen die Menüs, also die normalen Menüs sieht man ja hier. Setup, Werkzeuge, das ist alles eigentlich auch unter Setup nochmal versteckt, was unter Werkzeuge angezeigt ist, aber das ist einfach so viel hier. Man hat hier sogar eine E-Mail-Funktion, was auch immer man da für Nachrichten kriegen soll und von wem. Da gibt es auch Software-Updates, kann man direkt über den PC machen. Da gab es im 09, 2012 war das, gab es ein Update anscheinend online. Geht auch übers Netzwerk, klicken wir mal an. Keins verfügbar. So mal wieder ein bisschen, zack. Dieses Lichtlein da unten übrigens unter dem Sharp-Logo am Fenster selbst, kann man sich einstellen, ob das leuchten soll, ob das immer aus soll, nur wie man es gerne hätte, aber das geht bei Samsung ja auch schon, bei Samsung-Fernsehern. So, dann zeige ich mal, genau, hier ist die Taste für die ganzen Input-Ports. Man kann sich da Sachen deaktivieren, wie man es gerne hätte. Ich habe hier dieses EXT1, 2, 3, habe ich mit deaktiviert. Bei TV habe ich analoges Fernsehen auch deaktiviert, also da gibt es einiges. Ups, jetzt habe ich zu lange gebraucht. Ja, Humax ist mein digitaler Fernsehreceiver, DVD, Xbox ist dran. Ja, jetzt habe ich wieder zu lange gebraucht. Und unten kommt ein Computer, wenn man es angeschlossen hat, USB-Medien, Heimnetzwerk kann es sich auch verbinden, habe ich aber noch nicht ausgetestet. Und an USB habe ich jetzt mal einen Stick spaßeshalber eingesteckt, mit ein paar Bildern, einem kleinen Video zum Testen. Und da muss man immer schon vorher praktisch aussuchen, ob man Video, Foto, fangen wir mit Foto an. Also hier habe ich einen Testordner angelegt, Bilder, zeigt auch sofort die Vorschau der Bilder an. Das sind einfach nur so ein paar Testbilder für den Fernseher hier. Links unten wird praktisch immer der Titel und sowas angezeigt, ist ganz hübsch gemacht. Ja, ich muss die Kamera aber nochmal umstellen. So, Kamera ist wieder umgestellt. Ich habe automatische Einstellungen. Ja, so sieht das mit den Fotos aus. Ist ganz süß. Slideshow gibt es auch, aber irgendwelche Übergangseffekte habe ich da nicht.
herausfinden können. Da habe ich einfach nur Testbilder, die ein bisschen was vom Fenster zeigen sollen. Ah ja, mit links und rechts kann man eins weitergehen. Ja, man sieht das hier, weil die Kamera immer ein bisschen braucht, um sich auf das Licht einzustellen. Deswegen sind solche Videos eigentlich sehr schwer zu machen. Man muss dann die ganzen automatischen Weißabgleich- und Helligkeitsgeschichten in der Kamera deaktivieren. Aber da auch die optimalen Einstellungen zu finden, nicht so einfach. Und dann kann man immer mit dem Zurückknopf der Fernbedienung, kann man eine Ebene zurück. Das ist ganz süß gemacht. Videomodus, ja, da habe ich ein Testvideo aufgenommen. Das ist jetzt eine MP4-Datei, M ist HD, aber dieses Pseudo-HD 720p mit dem Handy gemacht. Ja, so die Menüs und alles ist ganz, ganz süß. Die verschwinden auch da unten, die ganzen Einblendungen. Dauert alles ein bisschen, jetzt ist es weg. Kampfkatze. Man kann auch jederzeit natürlich Pause machen und solche Geschichten, hoffe ich doch. Ah, jetzt habe ich Vorlauf gemacht. Jetzt zurück. Ah ja, mit dem OK-Knopf einfach Pause. Und wieder zurück. Und die Musik, man muss leider sich immer entscheiden, Musik, Video, Musik oder Fotomodus, warum auch immer, das hat irgendwie jeder Fernseher, also ich finde das viel praktischer, wenn man einfach einen Dateimanager angezeigt bekommen würde und sich dann selbst direkt alles auswählen kann. Ja. MP3 sind da auch ein paar drauf, Musik, neu. Ja, spielen wir mal nur spaßeshalber schnell was ab, also es läuft, man hört keine Effekte, keine Menüs. Und ich habe es noch nicht gefunden, also irgendwie eine Visualisierung oder so wäre schon ganz hübsch, aber hatte wohl nicht. Und das war es auch schon zu den ganzen Mediengeschichten, also viel mehr gibt es da nicht. Dann natürlich noch ganz interessant, das AqfosNet nennt sich das Ganze. Da gibt es eine Net-Taste, klicken wir mal drauf. Naja, die Kamera wuschelt wieder rum. Ja, sie kriegt noch nicht ganz die Schärfe, weil der Fernseher eben nicht so ganz reflektiert. Durch das Matte ist das ein bisschen schwierig. So sieht da die Oberfläche aus. Nicht berauschend, aber es reicht, es erfüllt seinen Zweck. Und es ist wirklich ganz lustig, sich da mal ein bisschen umzugucken. In HD habe ich da eigentlich noch nicht so wirklich entdeckt. Also ein paar nette Sachen gibt es. Hier zum Beispiel Tagesschau. Klicken wir mal auf Tagesschau. Das Ganze ist noch etwas wackelig. Also mir hat der Fernseher tatsächlich auch einmal hat er sich komplett aufgehängt. Hier bei irgendeinem Video, dann wollte ich zurückgehen. Und dann war alles schwarz und er ging gar nicht mehr aus. Muss ich zum Stecker ziehen. Also gab keine Chance, was zu machen. So sieht das Ganze aus. Das Ganze ist. Also absolut brauchbar. Wenn man die Nachrichten mal verpasst hat, mit dem Zurückknopf kann man hier immer wieder zurückgehen. Die Steuerung erfolgt mit den Cursor-Tasten, ist etwas wackelig das Ganze, weil man damit wirklich auch nach oben, unten, überall hinspringen kann. Genau. Und zum Teil muss man dann auch ewig klicken, um überhaupt herauszufinden, wo der Cursor sich gerade befindet. Gehe ich wieder raus da. Irgendwelche Videotheken gibt es hier bestimmt auch, also ich habe da schon ein bisschen rumgeklickt. Ist nicht so berauschendes gefunden, Wetter ist auch ganz nett. Verknüpfung zu Wettercom. Ja, man sieht, das Ganze ist nicht das schnellste, aber es ist okay. 68161. Und jetzt muss man auch wieder nach unten gehen und dieses Suchen auswählen hier. Zack, OK klicken. Schon habe ich das Wetter. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, mit diesem Endknopf beendet man immer so eine App oder wie auch immer die Dinge heißen und landet dann wieder in diesem AqfosNet Plus. Man kann sich da auch eigene Apps noch runterladen irgendwie, also da gibt es auch Möglichkeiten. Ah, ich glaube, das hier habe ich sogar von 7Lord, das müsste irgendwas von Pro7 sein. Sieht aber nicht so berauschend aus. Und viele der Sachen sind weit von HD entfernt, also die auch die ganzen Videos, die verfügbar sind, da ist ganz, ganz selten was in HD. Ja, das war es auch schon. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu zeigen. DTV, der Knopf, springt hier zurück aufs digitale Fernsehen. Zack, zack, zack. Das
Braucht ihr wieder ein bisschen mit der Schärfe, zoomen wir nochmal raus. Rechts oben wird übrigens immer der Sender eingeblendet, wenn man umschaltet. Man kann sich das Ganze aber auch ein bisschen umstellen. Moment, ich zeige das gleich mal. So, so sieht das Ganze beim Umschalten aus. Zum Beispiel hier heute in Europa, das ist die aktuelle Sendung. Das kann man sich aktivieren, deaktivieren, wie man es gerne hätte. Und da sieht man übrigens auch sofort, dass ARD und ZDF HD eigentlich nur 720p ist und kein echtes Full HD. Aber das ist wohl bei allen HDTV-Sendern so. Diese Infos kann man sich auch selbst von Hand einblenden, wenn man das haben möchte. Genau hier. Wie auch rechts unten die Uhr, kann dauerhaft anbleiben oder nur kurz anspringen, wie man es gerne hätte. Ja, man sieht, die Umschaltzeit ist okay, also es hätte ein bisschen schneller sein können. Fenster macht auch einen hübschen Effekt, kann man aber auch natürlich ein- und ausstellen. Er dimmt das Bild etwas runter beim Umschalten. Ich denke, man sieht es ja ganz gut. Ist ganz hübsch gemacht, ja. So, und das war's auch schon mit meinem Video. Alles in einem Fazit zu diesem Fernseher. Tolles Gerät, wirklich toll. Absolut sein Geld wert. 1A Bild, spart Strom. 60 Zoll, feine Sache. Und speziell bei DVDs, also wirklich HD-Geschichten. Ja, oder DVD ist ja nicht HD, aber ja, ich denke, Blu-ray wäre dann natürlich noch besser. Aber man merkt auch schon bei DVD im Vergleich zu normalem Fernsehen, tolles Bild, wirklich glasklar, super scharf. Man sieht es auch hier an dem Foto. Ich zoome jetzt mal rein. Das sind jetzt echte Full-HD-Bilder, die ich da extra für das Video angefertigt habe. Es ist wirklich super scharf, das Ganze. Oh, ich kann nochmal was Kurzes zeigen, direkt vom Bild. Ich gehe jetzt mal das Bild aus minimaler Entfernung. Da kann man sogar die Pixel erkennen. Das ist wirklich ordentlich, das Ganze. So, und das war's dann auch schon von mir. Mehr Videos gibt's in meinem Kanal. Und abonnieren nicht vergessen.